Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH ansässig in Dortmund in der Kölner Straße. Das ist Fabian Kubik. Hallo. Das ist Norbert Leclerc. Hallo. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, und Ihnen? Perfekt. Mir geht es gut. Wir haben gutes Wetter. Ja, das ist perfekt für das kommende Video. Wie wir auf dem Boden sehen können, sind hier schon wieder verschiedenste Farbdokumentationen, aber es ist ein ganz komischer Blur-Filter drüber. Wir gucken einmal drauf. Man sieht nichts. Ja, scheiße aus, alles unscharf. Ja, alles unscharf. Aber da haben wir letztens in dem einen Video drüber gesprochen, wie das so ist mit den Designs und Machen und Tun. Das ist gerade wieder so eine Phase und da haben wir uns gedacht, da muss ich es euch gezeigt haben, müssen wir auch nicht mehr verstecken, man muss ich mir schnell wegräumen. Wenn ich das einfach liegen lasse, wie bei mir zu Hause. Noch wie aus neuen Schuhe, ne? Ja, ich habe ein richtig geiles Geschenk bekommen. Einfach so, obwohl ich keinen Geburtstag hatte, obwohl noch keinen. Gib mir die Kamera und. Warum trägst du die denn nicht? Ich wollte gerade sagen, gib mir die Kamera und kommst wieder neue Schuhe rein. Okay. Alle haben doch hier. Normalerweise ist nämlich hier oben so mittlerweile, dass alle Leute nämlich ihre. Siehst du? Da ist es nämlich schon, pass auf. Ja, weil dann kann man besser mit Socken durch Pfützen laufen. Weil hier oben ist nämlich jetzt Folgendes: Der Herr Krämer mag das nämlich total, dass alle hier barfuß rumrennen. Magst du Käsegeruch, gell? Ich mag den Käsegeruch. So, meine Damen. Ich bin fertig. Oh, warte. Das muss ich. Warte, der hat hier noch eine Schuppe. Eine Schuppe. Oder noch einen Haken hängen vom letzten Angler. Sag mal jetzt, von vorne richtig. Yeah, andere Seite? Ich habe sogar schön die passenden Socken heute angezogen. Ja, perfekt. Das sieht richtig gut aus, ne? Also guck mal, der hat hinten sogar eine Wheelie-Bar. Also wenn die einer tragen kann, dann du. Die sind eigentlich für dich gemacht worden. Aber die sind auch echt, die haben echt viel Halt, ne? Ja? Ja? Also damit könntest du auch joggen gehen, glaube ich. Das würde ich gerne sehen. Oder angeln. Das ist so schön joggen. Also ey, wenn du damit nicht angeln gehst, ne, dann wäre ich aber auch zutiefst enttäuscht. Die nächste Insta-Story kommt auch nicht wie ein Feld joggen mit Forellenlatschen. Aber das sollten Forellenlatschen sein, das sind aber keine Forellen. Nee, das ist eine Mischung Barsch, aus, ne? Aus Karpfen und Barsch. Ja, genau. Machen wir ein dynamisches Foto. Bruder, muss los. Aber sind die denn bequem? Ja, die sind bequem. Kannst du nachher mal anprobieren. Wieso habe ich mir denn eine gehauen? Wie war das denn so? Es ist wieder Zeit für etwas Spaßbrause. Du auch, Nobby? Nee, danke, du. Warum nicht? Mit was auch? Ich habe schon fantastische Schuhe an. Sie haben recht. So, Schlüssel müssen wir noch holen und dann müssen wir das Auto unten rausbuxieren und in der Zwischenzeit, wo wir das machen, wo ich den Schlüssel eben hole, damit wir nicht so viel Zeit verplempern, könnt ihr mal ganz kurz einen Mini-Porn machen, da wo er steht, weil es nämlich was ein bisschen verändert im Auto. Und ich glaube, das ist ein ganzes Stück besser jetzt noch. Okay. Nehmen wir eben runter. Also haben wir gesagt, welches Auto? Nein. Oh. Ja, cool. Oh, jetzt aber verrückt, jetzt die Treppen runter zu laufen. Ehrlich? Ja. So, es geht nämlich um das, was ich mag und was ich nicht mag, Video von unserer schicken Corvette. Stand auch oben im Titel schon wieder drin. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, oder wir haben es nicht im Titel stehen. Doch, stand im Titel. Die Räder der Corvette sind nämlich jetzt wieder die 5-Speichen-Räder. Ich bin ja eine Zeit lang mit den originalen Rädern gefahren. Und dann ist mir aufgefallen, dass die schwarzen Räder doch sehr gut aussehen. Mhm. Jetzt haben wir die Räder schwarz gemacht. Sieht sehr gut aus. Ja, ich finde es auch sehr geil mit den Rädern so. Warte, nee, Film. Tschüss. Hallo. Hat aber lange gedauert, dein Schlüssel. Ja, ich weiß. Ich warte. Es tut mir leid. Ja, drüben, ey, weil momentan ist so viel zu tun in der Werkstatt. Und dann komme ich da rein und dann geht es sofort los. Und dann habe ich über die SEMA-Show gesprochen, was sich da so ändert. Und das ist halt wirklich ein riesengroßer Wandel, der da gerade passiert, weil ich es noch nicht beschreiben soll. Aber die Autos sind ja kaum noch Autos da. Ne? Es sind halt fast alles nur noch Trucks. Aber habt ihr ja gesehen, wenn das Video hier läuft, dass das alles ein bisschen sich gewandelt hat, ne? So! Und jetzt sind wir auch mitten drin im Video! So,
Corvette. Ein Auto, was mir in zwei Phasen doll am Herz liegt. Im ersten Moment fand ich schon sehr, sehr geil. Dann war mal eine Phase, wo ich etwas stiller war, so um dieses Auto drumherum. Aber jetzt, man muss auch so ein bisschen verstehen, es ist ein Freudenspender, so würde ich das Auto beschreiben. Ich muss das Auto auf jeden Fall tanken. Es ist so viel zum Thema Freude. So viel zum Thema Freude. Es ist ein Auto, was einfach ein Freudenspender ist. Aber da kommen wir gleich zu, weil wir fangen erstmal an mit den negativen Punkten. Was stört mich bei einer Corvette Z06? Erster negativer Punkt ist das Navigationssystem. Das Navi in vielen europäischen Autos ist einfach viel zackiger, viel fitter und viel intuitiver. Das ist so ein bisschen altbacken, so von der Auflösung, von der Bedienung her ist das ein bisschen ungeil. Okay. Bisschen hakelig. Bisschen hakelig. Wir müssen ja gleich tanken. Ja, genau. Dann sage ich euch noch einen negativen Punkt gleich, denn da muss ich euch nämlich außen zeigen am Auto. Okay. Dann noch ein negativer Punkt, wenn das Auto in der Sonne steht, dann riecht das stark. Im Innenraum. Dann fängt das Auto an, so ein bisschen diesen GFK-Geruch, weil manche Bauteile sind ja noch GFK im Auto oder Kunststoff. Dann fängt das Auto so an, so ein bisschen auszugasen. Ne? Und das ist so eine Sache, die ist so ein bisschen ungeil an dem Auto. Er hat auch an sich im Innenraum schon einen sehr eigenen Geruch, den du ja sehr magst. Ich mag den ja schon, aber außer wenn es jetzt in der Sonne stand, dann ist mir auch zu viel. Weil das Auto riecht so leicht süßlich von innen. Ja, sehr intensiv auch. Genau. Wenn er in der Sonne stand, ist das wirklich. Ja. Wenn du im Auto gesessen hast und steigst aus, riechst du danach. Boah, scheiße. Ja, das ist echt eine Spur zu viel. Aber genau. Geht's ja raus mit der Zeit. Ja, ich denke auch, dass es irgendwann weniger wird. Also Geruch ist so eine Sache, Navigation ist so eine Sache. Das Fahrwerk. Oh, nein. Stau, nee, das gibt's auch nicht. Das Fahrwerk von dem Auto ist nicht schlecht. Das Fahrwerk von dem Auto verlangt aber einen ganz anderen Fahrstil und eine ganz andere Gelassenheit als bei manch anderen Sportwagen, vor allen Dingen in der Leistungsklasse. Wenn du jetzt ein Auto anbremst, du hast ja eine Blattfeder vorne drin. Die Blattfeder, damit ihr es mal eben versteht, die Blattfeder geht nicht, wenn wir so im Auto sitzen, so durchs Auto, sondern von rechts nach links. Was ja an sich schon eine sehr untypische Blattfederkonstruktion ist, weil die klassische Blattfeder, die wir so kennen, die geht so, hinten über so einen Pickup-Truck. Mhm. Das haben wir aber bei dem Fahrzeug nicht, sondern es ist so eine Kunststofffeder, ja, so eine gespreizte Spange, die vom rechten aufs linke Rad geht. An sich von der Konstruktion, von der Idee, gar nicht doof, weil erstmal ist es leichter, würde ich sagen, als normales Fahrwerk. Plus es ist halt eine Art und Weise, wie man es auch machen kann. Es funktioniert ja auch gut, aber was du merkst bei dem Auto, das Auto kann manchmal anfangen zu schwingen. Vor allen Dingen ist die Gegebenheiten für dieses Schwingen sehr, sehr stark da, weil du fährst vorne 285er Reifen. Also man muss sich mal vor Augen halten, Leute, 19 Zoll 285 auf der Vorderachse. Ich glaube, weiter geht nicht. Nee, das ist schon richtig breit. Das ist wirklich, wirklich, wirklich fett. Und 325, glaube ich, fahren wir auf der Hinterachse. Wenn du so breite Reifen fährst, dann schreit natürlich so ein Auto dazu, Bodenwellen, alles Mögliche aufzugreifen. So, jetzt fährst du auf dem Auto so 120, Spurrillen kommen und Bodenwellen und du wechselst die Spur. Dann merkst du, dass die Blattfeder nicht so feinfühlig auf die einzelne Situation eingehen kann. Es ist nicht, dass man das so sagt, wie viele ja den Amis immer unterstellen, das Auto fährt total scheiße und Amis können das nicht. Das ist Quatsch. Das Auto fährt echt gut. Sonst würden die Rundenzeiten auch auf gar keinen Fall zustande kommen. Weil im Vergleichstest ist das Ding ja teilweise knapp hinter welchen GT3s und sowas. Guck mal hier, dann kriegen wir einen Daumen hoch. Und das ist halt auch noch ein positiver Punkt. Das Auto ist sehr beliebt. Und das verstehe ich auch überhaupt nicht. Aber da kommen wir gleich drauf. Wir sind jetzt bei Negativpunkt Nummer 3. Und zwar ist es einfach das Fahrwerk an sich. Es ist gut, aber für deutschen Autobahnspeed oder für deutsches Rumgeheize würde ich sagen, teilweise zu nervös, zu hektisch. Das fängt erst einfach ab 180, 170 fängt das an. Du bist ja auch gefahren. Ja, genau. Du bist 300 Kilometer bist du gefahren. Beschreib du mal. Das war wirklich sehr, sehr unruhig. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein unerfahrenen jungen Fahrer. Aus der Reserve holt, ne? Ja, genau. Dass der anfängt. Dass der so anfängt, unsicher zu werden einfach. Mhm. Ich selber habe mich auch dabei nicht wohl gefühlt, wenn das Fahrzeug so. Aber du musst ihn machen lassen. Genau. Also, wenn du das Auto machen lässt,
Pferd ist ganz normal. Deswegen sage ich ja auch, es ist eine Umgewöhnung. Wir machen einen halben Minuspunkt raus. Weil es fährt ja gut, es ist nur vom Stil her, brauchst du ein bisschen dickere Eier. Aber du brauchst eh Eier wie ein Bulle, um dieses Auto zu fahren. Ja. Du musst das Ding Auto einfach ein bisschen machen lassen, dann hampelt dir so ein bisschen rum. Aber nichts Wildes passiert. Genau. Ist alles in Butter, Digga. Wie zum Beispiel damals 993 Turbo Porsche. Wenn du damit schnell unterwegs warst, hat der auch Moves gemacht, wo du gedacht hast, das so richtig ist, weiß ich auch nicht. Ist es. Und es funktioniert auch alles. Jetzt tanken wir eben und dann steigen wir aus und dann zeige ich euch den negativen Punkt an diesem Auto. Muss man von außen sehen, sonst versteht man das nicht. Moment. So, und zwar, Moment. Das ist noch ein negativer Punkt. Pass auf, zeige ich euch. Das ist kein wirklicher negativer Punkt, aber das fällt auf. Siehst du? Er klopft immer raus. Ja. Du musst es so machen. Das ist nervig. Das ist echt nervig. Ja, ich muss eben so tanken. Moment. Also, man kann eine Corvette nicht wirklich tief legen, dass man das Auto noch fahren kann. Weil die Radproportion. Guck mal, hinten fahren wir eine 20 Zoll Felge. Okay? Mhm. Jetzt guck dir mal an, wie tief das Auto an sich ist. Vorne an der Lippe. Siehst du das? Ja. Siehst du das hier? Aber guck dir mal den Abstand an, der hier noch ist. Normalerweise, wenn eine Lippe so ist, ist der Reifen ja drin. Das heißt, das Verhältnis zwischen Radausschnitt und möglicher Felgengröße ist sehr, ist wie ein Rennwagen gebaut. Die Rennwagen sind ja auch tief, aber haben noch so viel Platz oben drüber, damit Restfederweg da ist. Das gleiche mit. Die ist schon wirklich tief an sich. Aber wenn du so guckst, ist sie ja eigentlich nicht tief. Ist sie nicht. Und wenn du das jetzt wegmachen willst, dann fährst du mit dem Auto nirgendwo hin. Wenn du das jetzt hinten wegmachst, dann musst du 2,5 cm, 3 cm tiefer gehen. Die hast du nicht mehr. Ja. Oder du baust die Schürzen ab. Oh, du das baust die Schürzen neue ab. Art. Genau. Aber wenn du jetzt 3 cm hier nochmal abziehst von der Lippe, wenn ja, hier. Vor allem du hast einen Überhang. Das Digga, kannst du gar nicht mehr fahren. Wenn du hier 3 cm nochmal runter gehst, dann. Ja, dann haust du dir alles weg an dem Ding. Nee, das ist so eine Sache, die ein bisschen negativ ist für die Tuning-Szene. Für Fahrverhalten gar nicht, weil sie sieht ja tief aus, aber du hast noch Federweg. Ist eigentlich die bessere Lösung, eigentlich schon. Nur optisch gesehen hast du immer das Gefühl, dass das Auto irgendwie von der Seite nicht tief aussieht. Ich muss eben bezahlen. So, jetzt kommen wir zu den positiven Punkten dieses Autos. Und zwar ist das... Es ist, wie kann ich das jetzt in Perfektion sagen? Ich will es euch genau mitteilen. Die Leute freuen sich, die Dame auch. Die sagt so, ich sag so, schöne Schuhe. Sie so, geiles Auto. Die Corvette hat natürlich diesen Charme von Bollerbude, ne? Aber das ist überhaupt nicht schlimm bei so einem Auto, finde ich. Überhaupt nicht. Also es ist halt einfach, kurz ein Intro. Dicker. Yeah! So, positive Punkte bei einer Corvette C7Z06. Das Auto ist einfach ein Freudenspender. Warum macht es das? Weil sie so ist, wie sie ist. Wir haben jetzt das Video gehabt von dem R8. Was ich mag, was ich nicht mag. Mhm. Der macht alles perfekt. Das ist ganz weit davon weg. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist immer so lächerlich bei so vielen Leuten. Die wollen immer das Auto mit der schnellsten Rundenzeit und dies und das muss er wagen können. Ihr könnt es doch, guck mal, hier. Das ist der dritte jetzt, in ein paar Minuten, der sich freut. Da sie auch so lächerlich, weil die wollen immer, ah, die Rundenzeit da und da. Digga, fahr doch die Rundenzeit erstmal selbst. Das bringt dir ja gar nichts, wenn das Auto die Rundenzeit fahren kann. Du kannst ja gar nicht fahren. Die meisten können es nicht fahren. Nee, ist einfach toll zu sagen. Das Auto. Ja, genau. Stellst du Auto hier, da und da. Aber wenn dir sowas egal ist, und ich wünsche mir, dass es den Leuten ein bisschen mehr egal ist, und dass die Autos einfach nur. Genau. Also, es ist. Krass. Das ist halt einfach echt. Ein Auto, unterhaltsam, das rutscht, das wackelt. Die Traktionskontrolle ist so gut, die rettet dir den Arsch schon. Aber sie ist auch so verzögert, dass sie dir auf jeden Fall einen Köttel in die Hose schießen wird. Und das ist ja, worum es auch geht, sonst kaufst du so ein Auto doch auch nicht. Du willst so ein Auto haben, damit es dir das Gefühl gibt, wenn du aussteigst, ja Mann, ich hab's gemacht. Und das macht von meinen Autos der hier und der große GTR noch. Wenn du da Traktionskontrolle ausmachst und latscht da rein, dann bist du auch froh, dass sie alle vier Räder gedreht haben, nicht nur zwei. Aber als serienmäßiges Auto in absoluter Perfektion. Hier ist immer
immer Action in der Bude und das meine ich ehrlich ernst, Leute. Und das, ich denke, das kann man auch hören und verstehen. Ja, vor allem bei dem Ding ist es ja halt wirklich kompliziert, ne? Wenn du das Ding querschmeißt. Boah. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Driften war echt, echt, echt sehr, sehr schwierig. Und dann ist das Kurvenverhalten. Wenn du jetzt so die Kurve hier durchfährst, das Auto fährt ja jetzt absolut nicht schlecht. Guck mal, wir fahren jetzt mal. Ach, das meine ich. Siehst du? Und dann die lange Gangübersetzung. Das ist. Es macht mich geil. Also sexuell geil, weißt du? Auch was für Geschwindigkeiten du fährst und was für Gängen. Also ich fahre, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, der Motor an sich, die Motorcharakteristik ist wirklich, wirklich geil. Die Klangart ist auch sehr geil. Da haben wir schon zwei positive Punkte. Also Motor-Lauflaufart. Ne? Wir waren bei 2000 Drehungen und wir fahren Semi-Sticks hinten drauf, die warm sind. Und das Ding hat so viel Kraft. Dass er selbst die zum Durchdrehen bringt. Dass er selbst die zum Durchbringen bringt. Ich meine, wir haben jetzt draußen 8 Grad oder sowas, was ein bisschen kalt ist. Wenn der Reifen ganz warm wäre, würde das jetzt nicht passieren. Aber hier ist echt Kraft in der Bude. Hinhören. Das hört sich so krass an. Ne? Kriegt man das mit, ja, ne? Ja, ich hoffe es, ja. Ich hoffe es auch. Dann, durch das 7-Gang-Getriebe, Leute, ist der Verbrauch gut. Wenn du damit wirklich vorsichtig fährst, fährst du 10, 11 Liter bei einem V8 Ami, handgeschaltet, wo jeder sagen würde, nein, 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 das geht so nicht. Doch, Leute, das geht. Du verbrauchst wirklich wenig Sprit. Dann, nächster positiver Punkt, diese ausgefeilte Aerodynamik des Autos. Du kannst alles Mögliche selbst einstellen, du kannst verschiedene Flaps dran montieren, du kannst hinten den Spoiler hoch und runterschrauben. Und du hörst und spürst die Aerodynamik. Wenn du nämlich mit dem Dach offen fährst im Sommer und du fährst so über 180, 190, dann hörst du förmlich, wie die Aerodynamik das Auto nach unten drückt. Und es ist halt auch eine Aerodynamik, die wirklich abgeleitet ist von einem echten Le Mans Auto. Dann, nächster positiver Punkt, ist dieses Rev-Match, was wir hier haben. Guck mal, wir sind jetzt auf der 7, ne? Ich drehe jetzt nur die Kupplung und ziehe. Also den Drehzahlunterschied zwischen dem nächst tieferen Gang macht das Auto separat selbst und der erste Gang synchronisiert. Achtung! 1. Jetzt achte mal auf die Geschwindigkeit. Wir fahren 110 km/h am ersten. Okay. 157, Leute! 157 km/h im zweiten verdammten Gang! 2. Da fährt dein Corsa in der 5. Dann, nächster positiver Punkt. Das Gewichtsverhältnis in dem Auto ist einfach ideal. Die hätten das Getriebe hier hinbauen können. Hätten sie machen können. Haben sie aber nicht. Es ist ein Transaxelgetriebe. Das heißt, das Getriebe ist hinten. Ja? Und somit ist diese Balance in dem Auto für so einen Front-Mittelmotorauto schon super ausgereift und ausgeklügelt. Das Auto fühlt sich in der Hinsicht schon sehr, sehr stabil an. Deswegen ist es im Drift auch so schwierig, weil diese Achse, wo das Auto in diesem Drift ideal liegt, ist so klein. So ein kleines Fenster, dass du genau aufpassen musst. Und wenn dann der Punkt kommt, dass du über diesen Punkt hinaus bist, das Auto einzufangen mit 3,25er Reifen und 2,85 vorne, ist ehrlich eine sportliche Aufgabe. Die rettest du eigentlich nur mit Vollgas. Anders rettest du hier gar nichts. Nächster positiver Punkt ist die Innenraumverarbeitung. Die Deutschen schimpfen so gerne drüber, ja, aber Innenraum, ich weiß nicht, kann ich mit arrangieren. Wenn man wirklich bewusst guckt, ist der Innenraum besser. Details, die mich jetzt ansprechen. Details, die mich ansprechen. Diese Naht, Material, Alcantara, echt Leder. Hier diese Chrom, dieses Metall eingefasst hier innen drin, ist auch so eine Art Metall. Echtes Carbon, okay? Dann hier solche Spielereien. Mit so einem Fach hinter dem Display. Wo du dein Handy drin verloren hast. Wo ich mein Handy drin verloren habe. Weil ich es einfach vergessen habe und total nervös geworden bin. Wie diese Katze, was auf dem Bett so. Wie gesucht, ey, wie die Bescheuerten. So, dann, dass hier drin dieses Display so ist. Ne? Da so verstellt. Diese ganzen Kleinigkeiten, da kann mir doch keiner sagen, nee, also das ist bei meinem Audi oder bei meinem Mercedes viel besser. Gerade Mercedes nicht.
Und jetzt tun wir, ja, aber S-Klasse. Eine S-Klasse vielleicht, aber ganz ehrlich, Digga, ein C63 ist für mich das Vergleichsfahrzeug. Mhm. Eine für S-Klasse mich. Kannst du damit nicht vergleichen. Nein. Und ich sage euch ganz ehrlich, ein C63, Leder, Alcantara, Armaturenbrett, leider nein, leider gar nicht. Nee. So Carbon-Applikation in der Größe, in der Fläche, leider nein, leider gar nicht. Digitaler Tacho, leider nein, leider gar nicht. Carbon-Schalensitze, so wie hier. Echt Carbon, hier guck mal, hier vorne alles. Hier vorne alles echt Carbon. Mhm. Nein. Und der Sitz selbst ist eins von der Note. Dann das Soundsystem in dem Auto ist oberkrass. Beim Aventador war das Soundsystem ja so mega schlecht. Mhm. Erinnerst du dich, ne? Ja, sehr. Sehr schlecht. Da dachte ich mir, okay, vielleicht geht das ja wirklich nicht viel besser in diesem ganz kleinen Sportwagen. So, es ist der Innenraum hier ehrlich klein. Okay? Der Klang ist eins. Was ich aber merke ist, wenn ich das Auto jetzt folieren will, dann ist Gelb schon echt ein Problem, weil es ja, wenn es nur leicht durchblinzelt oder wenn du die Tür aufmachst, dann hast du schon ein Problem. Ja. Und da ist Gelb halt echt Gelb. Ja. Und dann ist Gelb auch Gelb. Wir haben einen relativ langen Überhang. Das heißt, du setzt relativ schnell auf. Wir haben ja vorhin gezeigt, dass das Auto eigentlich nicht tief aussieht, aber aufsetzen, ja, das kann schon mal vorkommen hier und da. Klang noch mal eben hören. Mhm. Das ist Serie, Leute. Das ist Serie jetzt hier. Ist das krass? Das ist krass. Und das ist halt das, was ich meine. Du kaufst das so. Hä? Ist alles dran. Aber ihr seht meine Begeisterung. Wenn wir diese was ich mag, was ich nicht mag, Videos mache, ist natürlich, dass ich das Auto sehr gut finde, sonst hätte ich auch nicht gekauft. Ja? Dazu kommt, ich kaufe die Autos. Das ist mein Auto. Ja? Und ich entscheide mich ja dazu, das Ding zu kaufen. Und dann finde ich auch gut. Und es ist ehrlich ein gutes, gutes Auto. Und die Negativpunkte sind die, die ich wirklich so fühle und spüre nach der Zeit. Das sind schon ein, zwei Sachen, aber es verzeiht man dem Auto sofort. Und das ist ein gutes Zeichen. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis morgen. Tschüss.